Wir spielen zusammen. Moin Moin, hier ist das Zweikampfsofa und heute machen wir ein Let's Talk mit Gästen. Und zwar Ben. Moin. Das war aber jetzt kurz. Das war kurz, ja. Okay. Gut. Ja, moin. Heute machen wir Michi von Apfeltrank. Mein Gott. So, unser Thema ist. Du weißt es nicht. Wir haben jetzt so viele Themen. Also, Videogames, früher und heute. Das Thema ist, alles besser oder früher war alles besser. Wie ist es denn wirklich? Früher war alles besser, da war alles aus Holz oder wie? Früher war alles früher, ne? Früher war vor allem alles früher. Nein, also es gibt ja so, auch wenn man tatsächlich in dem Thema Let's Play sich mal umguckt, es gibt welche, die spielen nur Retro-Games. Ja. Und es gibt halt welche, die spielen nur die ultimativ 3D exorbitant Virtual Reality Shooter Experience. Ich habe von einem Kanal gehört, der macht nur Koop Games. Echt? Verrückt. Sowas gibt's? Verrückt. Ja, verrückt. Die Wahnsinn. Nein, also waren die Games damals doof oder nur aus heutiger Sicht oder sind die heute immer noch cool oder ist heute früher war alles besser? Waren die Games spannender, obwohl nicht so grafisch so toll aufbereitet? Das sind halt ganz viele Fragen auf einmal. Ja. Also mal da ein bisschen so Struktur reinzubringen, ich würde sagen, ein Großteil der Games war früher, was wir heute Casual Games nennen würden. Also die waren nicht so komplex. Das, also zumindest, was man, also die Klassiker, würde ich sagen, so aus den Arcade-Maschinen, also Pac-Man, keine Ahnung, oder Space Invaders oder was wir da. Wenn wir ein bisschen weiter gucken, klar, wenn wir dann so in die Heimcomputer-Ära gucken, da wurden die Spiele auch komplexer. Genau. Also Komplexität im Sinne von vielleicht länger, aufwendiger, man musste auch schon mehr tun. Und ich würde sagen, in der Retro-Perspektive würde ich sagen, waren die Spiele natürlich langweiliger im Vergleich zu heutigen Spielen, aber das ist eben der falsche Blick. Damals waren die Spiele super, weil wir gar nichts anderes hatten. Jetzt würde ich dem entgegenhalten, es gibt gerade ja den Trend, dass Handy-Games, und das sind im Prinzip genau solche einfachen Games, wie die ersten Arcade-Game-Titel in Teilen, extrem Zulauf haben und die Leute fast weniger Computerspiele kaufen wie Handy-Games. Und die Handy-Games sind nicht immer die aufwendigen mit Grafik, sondern Pixel-Grafik und rechts, links zwei Buttons, wie damals bei den Arcade-Games und das war's. Also man muss bei Spielen, also ich spiele heutzutage durchaus immer noch, ich habe mir letztens erst ein Spiel aus 98 installiert, was auf Windows 98 damals noch lief. Auf XP musste man dann schon mit Patchen und hin und her gerade sehen, dass es läuft. Jetzt unter Windows 10 installiert, es läuft perfekt. Ich, weil es mich auch mit an frühere Zeit erinnert. Bei vielen Spielen muss ich sagen, also was ich beobachtet habe, gerade wenn man so Rollenspiele nimmt, hatte ich das Gefühl, dass früher mehr auf Story, also mehr auf die Geschichte eines Spiels Wert gelegt wurde als auf die Grafik. Dann kam irgendwann so die Zeit, wo dann geile Grafik und aber die Story dann, wo du einen Ego-Shooter hattest zum Beispiel, wo du dann sagtest, ja, aber die Story war jetzt irgendwie nicht so doll. Das Spiel hat dich nicht mehr so gefesselt. So, und da, also nach dem, was ich beobachte, muss ich sagen, dass zu dem Zeit mehr auf die Story gelegt wurde und es heutzutage noch wenig Spiele gibt, also weniger Spiele, die an das rankommen. Also wie jetzt zum Beispiel Witcher, die zwar auch eine geile Grafik haben, aber sich wirklich in der Story was überlegt haben. Die also das, was dich fesselt. Weil meine Grafik, die, wenn ich da fünfmal dasselbe Gewehr gesehen habe, dann ja, das sieht so aus, interessiert mich nicht. Aber eine Story, die immer weitergeht, die immer verstrickter wird, wo ich dann irgendwann sage, okay, könnte es jetzt so sein oder so, fesselt mich, also mich persönlich mehr als ein Spiel, was jetzt wie ein Battlefield mit richtig geiler Grafik. Ja, ich würde es aber trotzdem unterscheiden wollen, weil jetzt sind wir wieder bei dem Thema, braucht ein Shooter eine geile Story, um ein gutes Game zu sein? Nein, es ging also, ja um, waren es früher besser oder nicht? Ja, also aber es damals war ein Shooter, Space Invaders, würde ich jetzt auch mal als Shooter bezeichnen sozusagen. Der braucht auch keine Story. Hallo Aliens abballern, ja! Nein, das ist richtig. Also man kann nicht unbedingt sagen, ob es wirklich besser oder nicht besser war oder ist. Man hatte früher nichts anderes, Spiele waren gut. Heutzutage sagt man, die Spiele sind... Heute stellt man sich hin und sagt, man macht so ein Spiel an von, ich habe da noch irgendeins von 78, dann denke ich, oh, Augenkrebs. Und sowas fand ich früher cool. Es hat sich halt weiterentwickelt. Ja. Also es muss nicht
durch eine Weiterentwicklung müssen alte Sachen nicht schlecht werden. Mhm, es kommt auf die Person an, die es sieht, auf die Perspektive der Person. Es gibt immer noch ältere Spiele, die ich sehr gerne spiele, weil sie erinnern mich einfach auch an die Kindheit, sage ich mal. Und sie haben mir damals schon gefallen. Also und es gibt halt keiner, der halt... Ist es dann nur Schwelgen in Erinnerung? Nein, nur Schwelgen in Erinnerung nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Alarmstufe Rot 2 nehme, was ich weiß, das habe ich früher mit einem Kollegen, haben wir gezockt bis zum geht nicht mehr. Das ist nicht der Film mit Steven Seagal. Das habe ich mir jetzt letztes erst wieder geholt auf Origin, weil ich es gerne wieder spielen möchte. Weil es mich einfach an eine alte Zeit erinnert, wo man auch Spaß hatte. Man hat heutzutage auch noch Spaß, aber man hat es schon seit etlichen Jahren nicht mehr gespielt und man weiß, man hat Spaß daran. Und ich habe auch immer noch Spaß daran, auch wenn das Spiel alt ist. Ich habe zum Beispiel früher in der Spielhalle tatsächlich, weil es zu Hause mir nicht leisten konnte, ein Videospiel oder so, obwohl hätte ich das ganze Geld, Mann, egal. Ich habe so ein Spiel gespielt, das hieß Mr. Do, das kennt keine Sau, das war damals auch in Bremen, gab es glaube ich nur in einer Spielbibliothek. Das hat mich damals so gefesselt und da habe ich auch wirklich so viel Geld reingesteckt. Das gibt es natürlich inzwischen auf zahlreichen Emulatoren, das habe ich also auf meinem Handy laufen. Ich habe aber sogar tatsächlich, hatte vorhin überlegt, ob ich es mitbringe, diese Originalplatine aus so einem Automaten mir irgendwann mal gekauft. Früher war eben ein Spiel eine Platine. Ne? Also ein Computer, der nur für dieses Spiel hat. Ja, so wirklich. Ne? Ja, ich hatte überlegt, aber naja, es ist ja auch schon antik. Aber ich will damit nur sagen, das Spiel spiele ich immer noch. Das ist ein Casual-Game natürlich, aber es hat seinen Reiz überhaupt nicht verloren, weil es nach wie vor natürlich diese Herausforderung da ist, auch wenn ich inzwischen da bis Level 498.000 komme, ist egal. Wie Benny eben schon sagt, es hat nichts mit der Zeit zu tun, sondern eben mit der Sicht desjenigen, der dieses Spiel spielt. Ich glaube aber schon, dass man noch eine weitere Ebene einfügen muss, weil früher war Gaming wirklich nur Solo-Gaming. Du hattest nur den Arcade. Nein. Und jetzt ist es mittlerweile ganz, ganz viele Spiele legen ja extremen Wert auf Community und Multiplayer und wir machen was zusammen um Teamgedanke. Social Media wird integriert. Social Media Integration, wie es so schön heißt. Also diese ganze Wir als Community, das war damals nicht möglich. Und das ist, glaube ich, das, was für viele den Reiz ausmacht. Wobei ich dann, wenn ich spiele, tatsächlich feststelle, dass dann nur Egomanen unterwegs sind und nicht mit Team und Wir-Gefühl, sondern wirklich nur jeder denkt an sich. Genau, und dann könnte man auch wieder eigentlich einen Arcade-Titel spielen. Also da habe ich letztens auf Facebook ein sehr schönes Bild gesehen und auch jemand, der was dazu geschrieben hat. Und zwar, wenn wir mal die früheren LAN-Partys nehmen. Ja. Richtig, das habe ich auch gesehen. Da bist du mit deinem riesenschweren Computer und da hatten wir ja noch alle die schönen Glasmonitore und Monitore, die du dann so getragen hast. Ja. Und da hast du keinen PC mehr mit runtergeklemmt. Ja. Sind wir dann also mit 10 Mann, 20 Mann, haben wir uns dann irgendwo in einem Raum, in der Lagerhalle, sonst wo getroffen, haben die Sachen aufgestellt. Dann hat man da sich unterhalten, man hat dann zusammen gespielt. Also man war irgendwo in der Gesellschaft. Ja. Jetzt ist es so, es ist einfacher geworden. Du musst deine Sachen nicht mehr mitschleppen. Aber du hast jetzt aber auch nicht mehr diesen sozialen Kontakt, also persönlich mit diesen Leuten, sondern du erhältst dich zum Beispiel nur noch über Teamspeak. Du kennst die ganzen Leute überhaupt nicht mehr, die dahinter sitzen. Ja. So. Und ob man das nun als besser oder schlechter sehen soll, oder allgemein eigentlich als besser sehen soll, weiß ich nicht. Weil eben dieser soziale Kontakt so nicht mehr da ist. Also ich... Ich kann mich ja mit denen immer unterhalten und auch eine Freundschaft sicherlich über das Internet schließen, aber ich werde die Person, die dahinter sitzt, nie selber kennenlernen, weil die wahrscheinlich irgendwo in... Ja, es gibt ja bei WoW, also welche User-Treffen, dann treffen die sich tatsächlich dann mal live. Ne? Also, bist du denn für einer? Wir sitzen hier auch immer und machen unsere Aufnahmen und ich spiele auch... Ich mache auch jedes Mal... immer auch online die Aufnahmen und auch online spiele ich natürlich auch und ich kann also gut vergleichen, es macht mir einfach hier wesentlich mehr Spaß, neben mir noch einen echten Spieler zu sitzen zu haben. Also so eine echte LAN-Party hat einfach noch einen gewissen Reiz. Feeling so, einen Reiz, ein gewisses Reiz, ja. nochmal in real zu sehen. Also das ist zum Beispiel, das geht irgendwie echt ab. Also das stimmt. Es ist aber fast schon so, dass diese Spiele, da gibt es ja nun viele Titel, auch so eine Art Druck ausüben. Man muss Kontakte haben, man muss bei der Xbox oder PlayStation Freunde haben, damit man überhaupt mit denen spielen kann. Ja. Wenn man da neu einsteigt in diese Szene, möglicherweise vielleicht auch schüchtern ist, keine Ahnung, dann hat man es unglaublich schwer, da reinzukommen. Das stimmt, weil man muss mit den Leuten tatsächlich
sofort reden. Vielleicht möchte man das nicht. Man kennt die ja gar nicht. Mhm. Wer ist denn das? Man muss da vielleicht noch Englisch oder Italienisch oder Französisch. Und ich habe da in der Richtung zwar keine Probleme, habe auch ein paar meiner engsten Freunde haben eben auch die Konsole, die ich auch habe. Aber ich spiele auch gerne so Titel wie zum Beispiel die aktuellen Wolfenstein-Titel, weil das sind nämlich reine Singleplayer. Ja, genau. Die, und oder trotzdem für die aktuellen Konsolen. Da, die haben extra Wert auf die No Social, nichts, einfach reine. Ich glaube auch, dass das in Teilen auch kippt. Deswegen gibt es auch ganz viele Solo-Kampagnen wieder, weil halt diese Multiplayer, es ist auch meine persönliche Erfahrung, ihr könnt mir gerne widersprechen, aber da wird nicht geredet. Die wenigsten haben überhaupt ein Headset an. Mhm. Ja, das und die es anhaben, sind, Entschuldigung, schreiende Kinder. Ich habe es heute Morgen gerade wieder erlebt. Du kannst Headset nicht anschalten, weil du bist. Was geht denn da? Oder einer hat laut Musik im Hintergrund laufen. Auch sinnvoll. Wo ich dann denke, dann schalte ich mein Headset auch wieder aus und sage, ich habe keinen Bock drauf. Dann mache ich da auch wieder Singleplay, Multiplayer sozusagen. Richtig. Und lauf ohne zu reden. Das heißt, diese Kommunikation, die eigentlich gewünscht war, findet nicht statt. Und dann brauche ich wieder Freunde aus meiner Freundesliste, um mit denen gemeinsam. Die vernünftigen Leute. Genau, dann und reden zu können. Da kann ich zum Beispiel GTA 5 als sehr gutes Beispiel nehmen. Das habe ich mit einem Kumpel zusammen gespielt im Online-Player. Wir haben uns aber auf unsere eigene Welt gesetzt, ohne andere Spieler, weil die nämlich rumrennen und dich einfach nur wegnehmen. Ja. Total sinnvoll. Du hast dir nichts getan, du stehst dann da schon so, tut er mir jetzt was oder nicht? Also schon die Waffe im Anschlag und da kommt einer, ach nee, der fährt, okay, alles gut. So, da kommst du dann auch nicht mehr zum Spielen. Dann ist es so, um diese großen Aufgaben zu machen, wo du in die Bank einbrichst und alles Tresor, du brauchst immer vier Leute. Vernünftige Leute. Selbst wenn du auf dem Server bist und du machst das jetzt frei und sagst, hier, wir suchen, dann kommt einer rein, dann wartest du 5 Minuten und der vierte kommt, und dann geht der dritte schon wieder raus, weil er einfach keinen Bock hat, weil er keine Lust hat zu warten. Ja. So. Und dann sitzt du da, wir saßen da wirklich 15 Minuten und haben versucht, einfach nur 2 Leute reinzukriegen, die dann auch drinnen bleiben. Ja, und das ging einfach nicht. Ja. Es war nicht möglich und du kannst dich jetzt auch nicht so mit den Leuten schreiben und so weiter. Dann hast du noch einen Franzosen, der nur Französisch spricht, einen Engländer, der nur Englisch spricht und du mit dann hast du sowas, genau, du kannst dich gar nicht richtig verständigen. Wir uns als Team abstimmen. Genau, und das heißt, du bräuchtest jetzt 4 Leute, so, und da ist bei uns jetzt schon das Problem, weil alle arbeiten sind und so, dann eine Zeit zu finden, wo man sich wirklich hinsetzen kann und das dann mal spielt. Also ist Singleplayer doch die Zukunft? Ja, fast, würde ich sogar fast sagen. Also es wird immer eine Berechtigung für Koop und Online geben und die wird es auch immer geben. Aber ich glaube, wir leben eben auch in so einer Zeit, wo Egoismus in jeder Form eben zählt. Das wird wieder stärker kommen, dieses Spiel. Ja, fantastisch, große, große Titel, die Singleplayer. Ja. Aliens zum Beispiel gerade, weil Alien war ja ein super Titel, ein ganz großes Ding. Ja, genau. Aber da hätte ja einer das Alien spielen können. Ganz alles schon. Ja, hätte man, aber das wäre, nein, es muss ja dann auch Sinn ergeben. Weißt du, wenn du, ich spiele jetzt aktuell immer noch Destiny, da gab es ja kürzlich wieder die nächste Erweiterung. Mhm. Sehr gelungen, wie ich persönlich finde. Okay. Und das ist ein reines Koop-Spiel. Ne? Also, ist es das wirklich? Ja, also du kannst mal wir hatten in einer anderen Let's Talk haben wir darüber gesprochen, man kann sich nicht gegenseitig erschießen zum Beispiel, also man muss miteinander spielen oder man braucht eben mindestens ein paar Leute. Wir machen das als Koop, man kann das sicher auch anders spielen, aber wir spielen das als Koop und wir nutzen das tatsächlich in so einer kleinen Runde, wir sind zu dritt oder viert. Mhm. Wir reden dann auch, während wir da spielen, reden wir auch über ganz andere Dinge. Wir nutzen also den Chat einfach sozusagen, wie man dann mal telefonieren würde. Also ich glaube, die Kommunikation in Spielen, das ist auf jeden Fall auch weiter die Zukunft, weil das war das, was früher fehlte. Da stand man vielleicht am Automaten neben jemanden, aber da warst du so in ein Spiel vertieft. Mittlerweile ist Spielen chilliger geworden. Man sitzt dann zu Hause so mit seinem Pad irgendwie und kann auch noch über ganz andere Sachen reden. Aber ich glaube auch, dass diese Singleplay oder halt so, ich hoffe es zumindest auch, dass Koop tatsächlich wieder ein bisschen mehr kommt, wo man mit Freunden zusammen was macht, weil diese Community Multiplayer funktioniert so nicht, zumindest wie es mal angedacht war, dass man wirklich so international einfach als Team irgendwie das. Das klingt gut. Die Idee hat nicht so ganz durchgesetzt. Aber es funktioniert nicht, weil es sind Egomanen. Du sagtest so, in dieser Welt muss man so ein bisschen egoistisch sein, aber ich finde gerade im Gaming merkt man das auch extremst, wer wirklich egoistisch unterwegs ist, weil es gibt halt welche, die halten den Rücken frei automatisch und andere, die einfach nur loslaufen, den Loot dir wegklauen und dann wieder weg sind. Ne? Das kann man immer sehr gut bei diesen Spielen wie World of Tanks und World of Warships sehen, wenn du wirst mit, ich weiß nicht, was so ein Team hat, 12 Leute, wirst du reingeworfen. Dann siehst du schon, die ersten hauen in die Richtung ab, der nächste fährt mitten rein, wo du dir denkst, so was machen, der Idiot, das wird nie was, also der erste gleich, den du gleich abschreibst. Und dann hast du wiederum Leute,
Du hast die verschiedenen Schiffsklassen und dann sehe ich, da fährt jetzt einer mit dem Schlachtschiff rum, dem hänge ich mich hinten ran, dem halte ich die Flieger vom ab. Und da siehst du, okay, es gibt wirklich Leute, die gucken ein bisschen, die machen dann mit und das ist dann auch, aber ich finde das auch wieder ganz interessant. Ist das jetzt gut oder schlecht? Weil zum Beispiel das neue Game The Division wird einen Spielmodus haben, wo am Ende einer heißt, muss ein Heli kommen und dann kann man noch überlegen, kill ich mein gesamtes Team? Um den Loot einzusammeln. Um den Loot alleine zu haben, gehe ich, da sind immer zwei Teams gegeneinander, gehe ich auf die Seite des anderen Teams, teile mit denen und wir killen meine Leute alle zusammen. Oder kill ich alle und hau alleine ab. Und das wird so eine Gewissensentscheidung sein. Da haben diese Entwickler das, worüber wir gerade gesprochen haben, diese Gewissensentscheidung des Menschen bewusst aufgegriffen. Und das gab's früher in den alten Arcade-Games und alles, was früher da, ob's Doom oder Red October, was auch immer, alles, das gab's damals alles nicht. Sondern man hat für sich Entscheidungen getroffen, das war okay. Und jetzt wird man gezwungen, das wird das falsche Wort, aber bewusst dazu hingeführt, in Games sich mit anderen Charakteren auseinanderzusetzen. Also social ist es auf jeden Fall. Ja. Und da ist die Frage, ist das besser oder schlechter? Kann man das beurteilen? Ist das besser oder schlechter? Ich glaube, das kann man so nicht beurteilen. Ich habe ja auch schon gefragt, ob das gut oder schlecht ist, aber es wird viele Leute geben, die einfach die anderen Leute in den Sack hauen. Und, ja, aber die Frage ist, im übertragenen Sinne, ich als, keine Ahnung, ich mache mir bewusst ein ganz schlechtes Beispiel, als Achtjähriger spiele ich The Division, ich darf es eigentlich nicht. Das sollte er nicht. Ich darf es eigentlich nicht, aber ich bin Amerikaner, meine Eltern ist das scheißegal, ich spiele das. Keine Vorurteile. Und ich lerne jedes Mal, wenn ich in einem Team bin, werde ich am Ende beschissen. Was passiert dann als Jugendlicher, als Amoklauf? Was bewirkt das denn? Also hat das eine Auswirkung? Hat das keine Auswirkung? Wenn man diesen Punkt jetzt, den muss man dann von ganz vielen Seiten betrachten. Also einmal aus dem Achtjährigen, dann einmal sicherlich aus dem Bereich der Eltern, des Psychologen, die dann. Die auch mit? Noch nicht. Vielleicht. Abreagieren. Nein, aber man muss es dann aus ganz vielen Aspekten sehen und es wird immer den Aspekt geben, in dem Fall ist es gut, in dem Fall ist es schlecht. Das heißt, egal von welcher Perspektive du es siehst, es gibt immer gut und schlecht. Wie du schon sagtest, er lernt. Ja nicht gleich weg, weil wenn ich mit Singleplayern ist halt, kann man nur sagen, er redet nicht mit anderen, aber so what. Du hast dir ja als Programmierer, wenn du sowas machst, hast du dir was dabei gedacht. Wie es dann von anderen, ich sag mal, missbraucht wird. Ja, es ist das, schon gewollt. Ne? Also, in dem Fall ist das ja wirklich bewusst gewollt und darauf abgestimmt, was wir alles so tagtäglich erleben im Multiplayer. Ja, das ist richtig. Jetzt hast du bewusst die Wahl. So, aber ja gut, wenn man dann natürlich sagt, der lernt jetzt, dass er immer, wenn er im Team arbeitet, beschissen wird, das ist ganz schlecht für seine soziale Entwicklung, dann müsste man es jetzt verbieten. Hm. Dann sagt der Nächste aber wieder, ja, aber das ist ja auch nicht die richtige Entscheidung, weil man muss den Leuten auch den Freiraum geben. Ja. Also, ist ja nicht der Achtjährige jetzt schuld, dass es verbieten werden müsste, sondern die Eltern haben sich eigentlich darum zu kümmern, dass er das Spiel gar nicht zu spielen hat, weil er viel zu jung ist. Oder ihn zumindest zum Beispiel, zu begleiten bei dieser Entscheidung. Zu sagen, pass auf. Schieß auf den! Die Scheiße aus. Nein, aber es sind halt so viele Aspekte, dass man einfach. Aber du scheißt dein Team nicht. Halt. Bleib bei den Leuten und du sagst einfach hier, guck, wir haben ja gerade alles durchgefightet. Am Ende erschieße ich meine Kumpane. So muss das laufen. Aber wenn da einer raussticht und sagt, nee, ich erschieße einfach alle und erschieße auch die Gegenseite, dann ist das halt so. Aber er wird auch irgendwie eine Konsequenz daraus ziehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, das Spiel hat auch das beachtet. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, bei einem Achtjährigen wäre ich mir nicht sicher, aber Menschen können das unterscheiden und in der Wirklichkeit sich trotzdem anders verhalten. Ich würde mir nicht ausschließen, jetzt, wenn ich dieses Spiel spielen würde, dass ich durchaus mal machen würde, alle niedermetzeln, damit ich die Loot kriege. Einfach auch mal zu wissen, wie ist das eigentlich? Das heißt aber ja nicht, dass ich im echten Leben so ein Typ bin. Ja. Ne? Also, ja. Kein Tag so. So, ich muss jetzt mal euch alle erschießen. Kalaschnikow. Nein, also worauf ich nur hinaus wollte, dass früher diese Games ja diese Möglichkeiten einem gar nicht geboten haben. Man war für sich selber in seiner eigenen Welt. Genau. Und weil wenn man versagt hat, konnte nur sich selber vorwerfen, ich bin zu blöd, geht nicht. Mittlerweile kann man ja immer sagen, der andere war schuld. Das Team, der ist vorgerannt, der war kacke und der hätte da gar nicht sein sollen und der hätte mir den Rücken frei halten müssen. Geht ja mittlerweile in fast allen Games auch vor.
Also kommt auch bei uns in den Destiny-Sessions vor, wo dann einer sagt, hey, den habe ich jetzt wieder gemacht. Moment, du hast gar nicht gesehen, dass ich von hinten noch mit drei Raketen da rein. Was habe ich hier gegen? Ja, so, ne? Also, ja, das kommt überall. Ja, ja, das kommt immer wieder vor. Ja. Und das finde ich auch, das ist normales, natürliches Verhalten. Also du wirst natürlich irgendwie versuchen, ich meine, wenn es sozial bis zu einem gewissen Punkt, aber am Ende ist es doch Geschicklichkeit. Es geht um Geschicklichkeit und du willst derjenige sein, der das Endgegnerteil da erledigt hat. Und dann haben dir vielleicht deine Kumpels dabei geholfen. Die sehen das natürlich anders. Komisch. Und dann gibt es auch Streit, aber eben auch nur im Spiel. Ja. Und ich finde das völlig, also da sehe ich überhaupt noch keine Problematik drin. Aber das war früher tatsächlich nicht so. Ja. Es gab aber auch schon früher Spiele, wir haben zum Beispiel Doom, das hattest du vorhin erwähnt, konnte man über als Multiplayer spielen. Da, das war allerdings kein Koop in dem Sinne, sondern es war einfach, da hat man sich noch gar keine Gedanken drüber gemacht, sondern es waren einfach zwei Figuren in dieser Welt. Ja, genau. Und die konnten auf alles schießen, was da rumlief. Ja. Und da war es das Einzige, was war, wer zuerst im Exit war, glaube ich, der hatte dann gewonnen oder so. Ja. Das gab es immer schon und das wird es auch weiter geben, aber wie gesagt, ich glaube, der Egoismus wird da siegen, ehrlich gesagt. Ja, und man stellt natürlich auch fest, dass die Leute immer mehr so grafiklastig werden. Also es muss dann schon immer noch mehr Pixel und noch mehr besser. Muss immer alles immer. Es gibt nicht mehr so viel Text-Adventures aber ganz ehrlich, das ist doch klar, dass die Firmen wollen ihre Spiele verkaufen. Und wie können sie das noch argumentieren? Also ich meine, es gibt keine wirklich neuen innovativen Spielideen. Also im Sinne von was ganz Neues. Es ist immer die Brillen dann was tun, aber in so, der Richtung. Ja, aber du kannst doch nur mit Äußerlichkeiten werben. Bessere Grafik, bessere Detailtreue, realistischeres Verhalten bei Rennspielen beispielsweise, noch größere Spielwelt, alles open. So, was anderes kannst du doch nicht mehr machen. Und dann wollen die Leute es natürlich auch haben. Ist doch klar. GTA 5 war doch so ein Beispiel. Ne? Nachdem das auf allen Konsolen erschienen ist, haben sie noch eine PC-Version nachgelegt, die sie nochmal aufgebessert haben alles. Mhm. Sonst würden die Leute das nicht kaufen. Ganz einfach. Gut, also beides hat seine Berechtigung. Es ist beides komplett anders, aber es kann beides Fun machen, wobei man sich bei dem einen auch mehr mit anderen Leuten beschäftigen muss. Fassen wir es mal so zusammen. Fassen wir es mal so zusammen. Gut, ja, dann danke ich euch. Und falls euch das hier gefallen hat, dann gibt es hier so ein Abo. Und Daumen hoch wäre auch schön. Du hältst den immer so ein bisschen pervers, finde ich. Ja, genau. Ich weiß nicht, was du meinst. Ihr schon.